Hallo, ich bin die Aurina Gate Fohler. Ich bin eine Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Und today, ich möchte gerne über das falsche Licht sprechen. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, hä, was? Das war vor, ich weiß nicht, ich glaube, 4 Jahren in Salzburg auf dem Grenzwissenschaftskongress. Da war also ich glaube auch Sam Osmanagic, Kautz Wela, ich habe den Namen vergessen, dann ganz viele andere, also ganz viele Bekannte, die Vorträge gehalten haben, und ich habe da eben auch einen Workshop gegeben. Und auf einmal, und ich habe ja 3 Jahre Sterbebegleitung gemacht, und also ich kenne mich damit aus, weil ich die Sachen ja sehe. Also ich rede immer über die Sachen, die ich selber erfahre. Und dann sagt eben einer in der Gruppe, ja, hier das falsche Licht, man kann ja auch ins falsche Licht gehen. Und ich so, hä, was für ein falsches Licht? Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ich finde das so krass, dass so viele neue Sachen erfunden werden, um die Menschen in Angst zu versetzen, um in Angst zu bringen, sodass man einfach nicht mehr bei sich ist. Und die Wahrheit ist doch, dass sobald du in der Angst bist, bist du ja nicht mehr bei dir. Und sobald du nicht mehr bei dir bist, ist es ja falsch. Und wenn du zum Beispiel im Sterben liegst, ja, oder du Angst hast, dass du dich mit dem falschen Licht verbindest oder ins falsche Licht gehst und dann wieder inkarniert wirst, hast du nicht auch ein bisschen Vertrauen ins Universum? Es ist doch nicht alles dämonisch. Ich sag immer, im Licht ist Schatten und im Schatten ist Licht, aber manchmal ist mehr Licht in der Dunkelheit als im Licht selber. Wir haben die Götter sind gut und böse und sie sind lichtvoll und kraftvoll und stark und mächtig. Aber wie kraftvoll ist die Dunkelheit, wenn ein Baby im Bauch einer Mutter heranwächst? Wie kraftvoll ist es, wenn ein Samenkorn in der Mutter Erde ist und dann dort Wurzeln schlägt durch die Dunkelheit, ja, durch das Wasser, durch das Licht, das oben ist, was keinen Samenkorn sieht, aber dann nach oben wächst und dann in die Blüte kommt. Wir brauchen die Dunkelheit genauso wie das Licht. Und diese Dunkelheit kann auch nährhaft sein, weil wir uns dadurch ausruhen. Also, und dann kommt dieses Licht und Licht, falsches Licht, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Thema dieses. Ja, es gibt Götter, die sind lichtvoll und die haben Streit und die sind gut und böse und Zeus und Athena und wie sie alle heißen, die Götter. Oder bei den Norwegischen, bei Asgard, Hammer, Thor, also mit diesem, ja, Hammer ist ja dieser, was Thor in der Hand hält. Ja, die Freier, Freya. Also wir haben ja diese ganzen lichtvollen Gestalten, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass die Dualität überall herrscht und dass es darum geht, dass wir mit dem Herzen verbunden sind. Also, wenn du meditierst oder eine Sitzung machst oder selber Heiler bist oder zu einem gehst, dann tu Gott verdammt nochmal das, was sich richtig anfühlt. Wenn du merkst, dass jemand dich in lange Gespräche verwickelt oder dich vollsitzt und dir sagt, so musst du das machen. Und du merkst, dir wird voll die Energie gezogen und du wirst müde. Und dann kann der noch so ein toller Heiler sein und noch so tolle Ergebnisse erzielen. Ja, wenn es für dich falsch ist, ist es für dich falsch. Und wenn es für wen anders richtig ist, ist es für wen anders richtig. Wenn ich hier in Deutschland sitze, also ich bin jetzt in Hawaii, aber wenn ich in Deutschland sitze und es ist Winter und ich sage, ich brauche eine Winterjacke, wenn ich spazieren gehe, und ich rede mit einem, der ist in Afrika und sagt, zieh deine Winterjacke an. Ja, der zeigt mir einen Vogel und sagt, was willst denn du? Wir haben hier fast 50 Grad Celsius. Ich schwitze, ich hocke im Haus und du sagst mir, ich soll eine Winterjacke anziehen. Das funktioniert nicht. Wir sind unterschiedliche Menschen. Die Plejader haben ein unterschiedliches Licht und Frequenzen als die Arcturianer. Wir haben unterschiedliche Lichtfrequenzen hier auf Hawaii, als wenn ich in Deutschland bin. Ich werde hier super schnell braun, ohne dass ich einen Sonnenbrand kriege. Wenn ich in Sri Lanka bin, ey, da kriege ich erstmal einen Sonnenbrand, der tut so weh, dass ich erstmal ein paar Tage nicht mehr an die Sonne gehe und dass ich dort meistens im Schatten bin. Wenn ich in Deutschland bin, ist die Sonne manchmal so heiß, dass sie sticht wie eine Nadel und die Luft ist auch sehr trocken. Das kann man doch nicht. Jedes Licht ist unterschiedlich im Vergleich zu wer du bist, woher du kommst. Und so ist es mit Heilung auch, ja. Das heißt, wenn du
Zu mir hat mal jemand gesagt, sie oder er vermeidet kristallklares weißes Licht, aber das Christuslicht ist kristallweiß klar. Und wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann ist es gut für dich. Und wenn es dir kein gutes Gefühl gibt, dann ist es schlecht für dich, ganz einfach. Aber wir müssen wieder lernen, uns mit unseren Emotionen und Gefühlen zu verbinden, sodass wir das fühlen und dass unser Körper reagieren kann und wir auf den Körper sozusagen, dass wir den Körper auch hören, ja, und nicht einfach gleich eine Schmerztablette uns reinhauen, ihn in stumm schalten und sagen, halt die Klappe, anstatt auf den Körper zu hören, dass der uns was zu sagen hat. Und wenn jemand im Sterben liegt, das werde ich nie vergessen, das ist, ich habe auf die Seele geguckt, ich gucke nicht auf den Körper. Es ist ganz normal, dass wenn jemand im Sterben liegt, keinen Hunger mehr hat, keinen Durst mehr hat. Was ihr machen könnt, ist eine Creme an die Mundwinkel geben, Wasser an die Lippen geben mit einem Schwamm oder mit einem Waschlappen oder mit Wattestäbchen und innen weiß einfach, die atmen und dann ist einfach, trocknet der Mund aus. Ja? Aber durch die Vaseline oder durch Öl, Olivenöl könnt ihr, bleiben die Lippen einfach feucht und weich. Und es ist normal, dass der Mensch keinen Hunger mehr verspürt, weil die Seele aus dem Körper rausgeht. Die spüren das nicht, die leiden nicht. Nein, es ist alles gut, es ist ein normaler Prozess. Und da habe ich festgestellt, wenn die Kirche sagt, wenn du rauchst, wenn du lügst, kommst du in die Hölle, wenn du Ehebruch machst, kommst. So klar, die Menschen rauchen heimlich. Wenn einer in der Ehe ist und den anderen betrügt, ja, redet doch keiner drüber. Das steckt in einem. Dann hat man Angst und denkt, oh, ich komme in die Hölle. Ja, dann haben die Menschen Angst. Die sind ja deswegen trotzdem noch da, auch wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dass sie sagen, oh Gott, ich habe das und das gemacht. Ich komme in die Hölle. Ich will nicht in die Hölle. Ja, und dann kommt ihm diese sorry Gehirnfickerei, wo der Mensch, der im Sterben liegt, Angst hat. Loszulassen, weil er Angst hat, er kommt in die Hölle, aber da ist keine Hölle. Es gibt immer nur die Hölle, die du dir selber erschaffst. Und dieses falsche Licht existiert gar nicht, weil das ist nur dann ein falsches Licht, wenn du auf die Worte hörst, auf jemanden, der dir sagt, was du zu tun hast, was falsch und richtig ist. Aber obwohl es sich für dich gut und richtig anfühlt, ja? Und darum geht's. Bleib in deiner Kraft, bleib in deinem Gefühl, sei treu zu dir selber, lern dich selber kennen. Und meine Aufgabe ist es nicht, dass du mir folgst, sondern dass ich dich anleite, dass du wieder auf dich selber hören kannst. Und wenn ich was sag, wo dir nicht passt, dann ist es so, dann ist es gut so und dann ist es richtig so. Aber wenigstens helfe ich dir, dass du wieder zu dir kommst, dich selber spürst, deinen Körper wahrnimmst und auf die Signale achtest, was falsch für dich ist, was richtig für dich ist und nicht, was ein anderer sagt, was falsch und richtig ist. Okay? Also, es gibt kein falsches Licht in diesem Sinn. Nur wenn du etwas machst, was gegen deine eigene Wahrheit verstößt und was dich einfach dir ein Gefühl gibt, was sich nicht gut anfühlt, ja. Und es hat auch was mit Respekt und Liebe zu tun und den eigenen Grenzen einzuhalten und Selbstwert. Und ja, liebe Grüße aus Hawaii. Danke, dass ihr meine Videos teilt. Bitte teilt sie weiterhin, liked sie, gibt Kommentare ab, dass es dann bei YouTube mehr generiert wird, sodass ich euch helfen kann, dass ihr anderen helfen könnt. Und so ist die Welt, dass wir wieder vernetzen, eine Einheit bilden und in Liebe miteinander uns verbinden. Und Liebe heißt nicht nur, dass alles Himmel, Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass alle lieb und nett sind. Nee, das heißt halt auch mal zu respektieren, wenn der andere sagt, ich will keinen Kontakt mit dir, weil deine Frequenz anders ist als meine. Und dann ist es auch in Ordnung. Und darum geht es, Respekt und Liebe zu sich selbst und zu anderen, dass wir die Dinge auch mal stehen lassen können, so wie sie sind. Okay, bis dann. Aloha, ciao.